Hallo ihr Lieben, willkommen zurück. So, Wildkaninchen 1 ist richtig. Juhu. Das sieht hier echt gut aus, gefällt mir. Doch, haben wir gut gemacht. Auch wenn die Leute hier total unzufrieden sind. Also irgendwie meinen, da gibt es zu wenig zum Kaufen und so. Finde ich das trotzdem ganz nett, denn Stände haben wir ja eigentlich hier. Ne? Okay, was haben wir denn hier noch? Jetzt habe ich aber richtig Hunger. Ja, dann geh doch was essen. Wildkaninchen. Was habt ihr hier? Wollen wir mal eben reingucken? Nee, nicht so weit rein. Was denn los? Mir geht's prima. Es ist unglaublich heiß. Ja, das könnte schon sein. Was machen wir? Verkaufen wir erstmal hier. Verkaufswert 8, weil das Gehege ist so derbe voll. Ja, möchte ich. Ja. 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 Das war Kacke, was ich gerade verkauft habe. Kriegt man dafür was? Verkaufswert 1. Ja, da kriegt man was für. Ha. So. Jetzt haben wir das Kaninchengehege wieder etwas leerer. Ja, um einiges leerer sogar. Sehr schön. Okay, es kam der Wunsch auf, die Tiere zu benennen. Ich kann denen ja allen Namen geben. Und dass ich doch ein Kaninchen irgendwie Flöckchen nennen soll. Ich finde das ganz toll mit den Namen, muss ich ja sagen. Ich weiß gar nicht, kann ich das hier nachträglich noch machen? Das weiß ich gerade nicht. Ich glaube, nachträglich kann man das gar nicht mehr machen. Das wäre auch eigentlich... doch, hier könnte ich das machen. Eigentlich nicht so wirklich angebracht, denke ich. Denn wir haben schon recht viel, dass die sich vermehren und wir die verkaufen. Und es wäre einfach schade, wenn wir dann die benannten Tiere irgendwann verkaufen oder die sterben oder so. Also würde ich das eigentlich eher erstmal lassen. Genau. Wir würden uns jetzt erstmal auf andere Dinge konzentrieren. Das Elefantengehege wurde beanstandet. Das ist zu klein. Das muss ich sagen, finde ich auch zu klein. Da könnte man eventuell nochmal, ja, jetzt nacharbeiten. Das schauen wir mal. Hier ist auch der Zaun so schief. Da würde ich ganz gerne nochmal beigehen. Ich hoffe, die hauen wir jetzt nicht ab. Ich würde den da, den da einfach mal da hinten hinsetzen, damit der mir jetzt nicht in der Zeit, wo ich hier umbaue, abhaut. So, und schon ist das hier auch ein bisschen gerade. Das gefällt mir besser. Nach hinten raus werden wir das Ganze jetzt ein wenig vergrößern. Das ist total schief hier. Und das ein bisschen gerader machen. Also da wäre ich dann doch schon dafür, das Ganze ein wenig gerader zu gestalten. So, das wäre dann... Ich würde es auch nicht zu riesig machen wollen. Wo hier hinten hätten wir dann noch die Möglichkeit, Angestellte hinzuplatzieren. War das jetzt einigermaßen gerade? Ich glaube, es war einigermaßen gerade. Hier ist der Boden halt nicht so ganz eben. Aber mal schauen, ob wir den noch ein bisschen eben machen können. Ansonsten, ansonsten ist das, denke ich, auch nicht so schlimm, wenn man ein paar Hügel hat und so. So, das ist hier auch total schief. Da hatte ich aber einen Knick in der Optik, oder? Also einen derben Knick in der Optik. Okay. Wir gehen jetzt von hier darüber. In der Hoffnung, dass ich das halbwegs gerade hinkriege. Man hat ja auch immer so überhaupt gar keinen Anhaltspunkt, wo nun was ist, weil man das so... Obwohl, oh doch, man kann es drehen. Das geht dann ja noch. Mich so ein bisschen, das
macht mir so ein bisschen Probleme hier mit der Sicht. Ich weiß nicht, wie weit wir hier gehen können. Ich würde erstmal nur bis dahin machen. Und dann ist es wieder schief hier, ne? Ja, okay. Dann Bulldozer und Dings wegmachen. Den Zaun hier, den Zaun und den Zaun. Und dann nehmen wir uns das hier. Da will er nicht. Warum will er das nicht? Da macht er schräg. Das ist irgendwie, das ist ja merkwürdig. Warum macht er da jetzt so schräg? Ist da irgendwas, was stört? Eigentlich nicht, ne? Na super. Dann würde ich es erstmal nur bis hierher machen. Ja, bis hier. Und dann schauen wir da nochmal. Ja, jetzt klappt das auch mit dem Verbinden hier vorne. Aber warum sind denn da jetzt zwei Säulen? Das ist doch auch doof. Hier vorne direkt. Moment. So ist das doch okay. So haben wir das doch gut gelöst. So, Pflegeeingang haben wir. Was macht denn ihr da? Das muss ich zensieren. Das geht ja mal gar nicht. So, okay, das haben wir. Dann können wir die Sachen ein wenig umsetzen hier. Ich würde dann hier noch ein bisschen das Wasserbecken größer machen. Ich denke, das muss einfach noch sein. So, das Ganze noch ein bisschen smoothen. Ach, das ist zu klein. So ist besser. Genau. Ich denke, so kann man das jetzt letztendlich lassen. Schauen, wenn das Ding jetzt da vollgelaufen ist. Dann würde ich noch einen Unterstand für die kaufen. 9. Ist die Frage, ist das für Elefanten passend? Könnte passend sein, ne? Das ist auch passend. Das nicht. Nein, wir nehmen den hier, machen so ein bisschen Szenario, würde ich sagen. Das Kratzding nehmen wir da jetzt weg. Die Bäume nehmen wir natürlich auch alle weg. Können wir verkaufen? Ja, gut. Wollen wir den nicht alle mit dem Bulldozer wegmachen? So. Und dann würde ich mal gucken, was wir an Palmen haben. Da. Die ist zu klein. Die ist schön groß. Da eine hin. Da eine hin. Ja, ist jetzt nicht so prickelnd. Die kleinen sind voll cool. Affenbrotbaum. Also wir werden hier ein bisschen was Exotisches reinpacken. Zu klein. Alles zu klein. Was ist denn das? Eine Pappel. Das ist doch auch noch eine schöne Palme. Kommt jetzt dahin. Das ist eine Fächerpalme. Die ist auch schön. Die stellen wir dahin.
So, ein Elefantenfuß kommt dahin und dahin. Was hast du für Probleme? Kalt und der Boden ist zu weich. Dann machen wir die erstmal weg. Die Palmen scheinen da ganz gut klar zu kommen hier. Das ist immer gut. Das hier ist, glaube ich, ein Wasserding. Reispflanze. Einfach mal hier so ein bisschen. Jetzt fangen die an zu meckern. Was ist denn euer Problem? Das Wasser ist für mich zu tief. Okay, und es ist kalt. Dann machen wir das wieder rückgängig. Mal gucken, wie weit das geht. Ob wir die alle wieder wegkriegen. Nein, kriegen wir leider nicht. Dann nehmen wir einen Bulldozer. So. Ja, dann nehmen wir doch wieder sowas hier. Machen da so ein bisschen, dass wir zumindest so ein bisschen Randbepflanzung haben hier. Was ist nur kaputt? Mir ist kalt. Wie viel Grad haben wir es denn? 2 Grad. Okay, da wäre es mir auch kalt. Das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, am einfachsten ist es, wenn man dann tatsächlich einen Dings nimmt, eine Karte nimmt, wo man nur ein Klima hat. Aber dass es letztendlich tatsächlich einfacher ist. Was braucht ihr denn zum Essen? Grünfutter. Okay. Nur Grünfutter in dem Fall. Bambus nicht. Dann stellen wir hier noch so ein Teil hin. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch was zum Kratzen. Trommel. Glocke. Kletterbaum, Hangestange, Boxgerät. Das stellen wir hier auch noch hin. Was ist das? Wasserablauf. Kühlgerät, Bodennest. Nee, das brauchen wir alles nicht. Da können wir für die Elefanten nichts mehr gebrauchen. Dann nehmen wir nur noch so ein Kratzding. Der Baum kommt noch weg und der kommt weg. Das Ding kommt auch erstmal weg. Hier haben wir noch so ein Boxteil, genau. Futterstelle, Kratzding. Ja, und dann stellen wir einfach noch ein paar Palmen hier hin. Die kleinen kann man ja auch ruhig nehmen. Wird schon passen, hoffe ich mal. So, was meckert ihr jetzt hier? Mir ist so kalt. Okay, ja. Könnte man ja eigentlich diese Heizgeräte noch aufstellen. Aber ich weiß nicht, inwieweit das hier jetzt gut wäre wegen den Tieren. Wir haben mehr oder weniger Wüste hier, ne? Als kann man sowas ins Gehege stellen? Das wäre ja auch interessant, sowas im Gehege zu haben, oder? Ha, wir probieren das mal. Und meckert ihr schon? Oder ist das noch okay? So. Jetzt haben wir das Elefantengehege auf jeden Fall etwas größer. Auch noch nicht riesig, sodass jetzt ganz viele hier rein können, aber ein bisschen größer. Warum stehen eigentlich alle Pfleger bei den Elefanten rum? Ich verstehe das nicht. Das ist doch schlimm. Okay, den Bäumen ist mal wieder allen kalt. Was haben denn die Leute? Ja, das sind alle Tiere momentan. So, jetzt haben wir ja die Elefanten ein bisschen erweitert. Dann würde ich eigentlich vorschlagen, dass wir eventuell uns jetzt mal darum kümmern,
hier ein bisschen weitermachen vielleicht. Oder wir machen erst hier noch ein Gehege. Um Pferde, dass wir einmal Pferde hier... ein Pferdegehege machen. Das wurde sich nämlich auch gewünscht. Jetzt gerade mal gucken, wo wir das hinpacken. Also wir haben schon noch ein bisschen Platz. Also nicht, wirklich nicht mehr viel, aber ein bisschen Platz ist noch. Dann würde ich die eigentlich hier reinmachen. Ja, dann machen wir die hier hin, die Pferde. Und ja, gucken wir mal, was ist da? Mehr Dekoration wäre toll. Dann lauf mal zwei Schritte weiter, da habe ich ganz viel. Aber das können wir ja dann hier auch noch alles fertig machen. Was macht denn da der Pfleger im Wasser? Was schwimmt denn der da rum? Der Handwerker, ich meine, was macht der da? Hallo? Geht's noch? Bisschen wirr? Na gut, okay. Ich würde jetzt an dieser Stelle dann erstmal den Part beenden und im nächsten Part kümmern wir uns dann darum, dass wir hier Pferde hinbekommen. Also, bis denn. Ciao, ciao.